Angebotene. Ja, Mädel-Leute, Servus und herzlich zurück. Herzlich zurück. Ja, irgendwas. Da muss ich nochmal ins Skript gucken. Irgendwas passt da nicht. So, ja. Ja. Steht irgendwie nichts. Hier finden. Ah, hier eben, ja. Lass mal sehen. Herzlich willkommen zurück, ja, bei der Hagebuttene. Das bin dann, glaube ich, wohl ich. Ja, müsste so stimmen, genau. Ja, da bin ich wieder. Ja, Arbeitspulli, dies, das, ihr kennt das. Oh, das hat sich gereimt. Sehr schön. Ja, der Digi ist auch wieder da. Er hatte ja ein paar Strikes neigemeldet bekommen, getut. Aber jetzt ist er ja wieder da. Dann hat es ja noch ein Video gegeben vom Spiegel TV. Ja. Habe ich gesehen, ja, und es war teilweise sehr schmerzhaft, sich das anzusehen, aber naja, ich habe es gesehen, getut, und ja, was soll man da sagen, also, das war ja zu erwarten, dass das jetzt mehr unserem Kalorienkardinal dort in die Karten spielt, anstatt dass da halt dargestellt wird, wie es halt wirklich ist. Aber nun gut. Hope for the best, but expect the worst. So kann's ja eigentlich immer gut fahren, damit liegst du eigentlich nie auf die Schnauze. Aber ist ja egal, er ist ja wieder da. Deswegen sind wir jetzt heute auch beim ehrenwerten Spiegellord. Grüße und Hashtag Liebe. Und gucken uns heute an, mehrere Videos, weil es gibt halt nichts. Also, nicht großartig was Neues. Man kann jetzt nur den Scheiß aufholen, den ich jetzt noch nicht gesehen habe in den letzten 3 Wochen. Und das wäre jetzt hier als erstes ein komisches Testvideo. Das kam jetzt aber erst vorgestern raus. Drachenlord-Test. Und ja, ich würde mal sagen, fangen wir an. Passiert hier schon mal äußerst viel. Bisschen Gesichtskirmes. So, mal ein kleiner Test. Ja. Qualitätscontent, wie immer. Und der Boss trägt heute wieder Boss. Ja, richtig. Weiß ich nicht, aber für ihn ist das wieder wichtig. Ich will nur kurz was testen. Und zwar, ich habe gerade schon ein Video aufgenommen diesbezüglich. Aber ich kann es nicht hochladen. Und jetzt wollte ich probieren, schon nicht wieder zu sehen. Das ist jetzt, was ich gerade merkwürdig finde. Ich mache nur ein paar Minuten, weil ich habe Schiss, dass mein Kanal gelöscht werden könnte oder sowas, wenn ich jetzt einen Stream mache, weil ich eigentlich keine Videos in Streams machen kann. Aber die Funktion für den Stream ist freigeschalten, wenn die Funktion fürs Video nicht freigeschalten ist. Ich muss das morgen mal mit YouTube klären, ob das beabsichtigt ist oder ob das jetzt ein Fehler von der Einstellung her ist. Ich habe gerade versucht, ein Video zu machen und es hochzuladen, aber das ist gesperrt. Also wenn ich ein Video hochladen will, dann heißt es, ich habe zu viele Strikes und so weiter. Also die übliche Fehlermeldung. Ja, das ist ja schon gewohnt, so das Übliche halt, ne?
Ja, keine Ahnung, ob es dann so schlau ist, einen Livestream zu starten, wenn man da eigentlich ein Verbot für hat. Aber gut, ne? Anwalt ist halt teuer. Da musst du halt dann wieder ein bisschen auf YouTube rumeiern. Sonst wird's schwer. Nur normalerweise bei Streams ist das auch der Fall. Und jetzt ist es so, dass es aber bei den Streams nicht der Fall zu sein scheint. Also geht anscheinend der Stream wieder. Ich weiß aber nicht, ob ich streamen darf. Das muss ich jetzt morgen mit YouTube schnell klären. Also bin ich jetzt auch gleich wieder weg. Es tut mir leid. Ah, ist nicht so schlimm, macht nichts. Aber das ist jetzt hochinteressant. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Fehler von der YouTube-Einstellung her ist, von YouTube selbst, oder ob das jetzt beabsichtigt ist. Das muss ich mit YouTube mal klären. Ich Du wiederholst dich, habe nämlich keinerlei Meister. Info darüber. Normalerweise dürfte das gar nicht funktionieren, dass ich jetzt streame. Und ich habe Schiss, dass da jetzt irgendwas passiert, weil ich habe keine Ahnung, was da los ist. Weil Videos hochladen kann ich nicht. Das ist gesperrt worden von YouTube. Und normalerweise dürften auch die Streams nicht gehen. Aber das ist jetzt aus irgendeinem unerfindlichen Grund freigeschalten. Aber ich habe in der letzten Zeit auch mehr Fehlermeldungen bei YouTube gehabt. Eine ist jetzt erst verschwunden und dann war es irgendwie Dein ganzer Kanal ist eine Fehlermeldung. gesperrt, dass ich streamen darf, obwohl ich nicht streamen kann. Irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Okay, Leute, dann bin ich schon wieder weg. Ich danke euch fürs Zuschauen kurz. Wie gesagt, finde ich jetzt gerade sehr, sehr merkwürdig. Ich werde es morgen am Vormittag, Der Stuhl schreit. morgen Mittag mal mit YouTube klären, mit dem Partner Support, ob ich wieder streamen darf, oder ob das eine fehlerhafte Einstellung ist ihrerseits. Weil ich möchte jetzt nicht irgendwie Stress oder Schwierigkeiten mit YouTube bekommen. Wenn ich nicht streamen darf, dann streame ich auch nicht. Das war jetzt nur merkwürdig, dass das überhaupt funktioniert. Gut, ich melde mich dann Was war das denn? hoffentlich morgen wieder. Ich habe gerade schon einen Post gemacht, dass es nicht geht. Also ich habe gerade erst gepostet. Ich kann es mal vorlesen kurz. Guten Abend zusammen. Ich habe heute nochmal mit dem Support geredet. Aktuell sind die Videos immer noch in der Warteschleife, aber bereits bei Ihnen angemeldet. Ja, das habe ich halt auch schon geschrieben. Im Community-Bereich findet ihr das. Hoffe, es geht klar mit YouTube. Ich hoffe, dass mein Account nicht gesperrt wird, weil ich jetzt kurz gestreamt habe, obwohl es eigentlich gesperrt sein müsste. Wie gesagt, falls YouTube es kurz sieht, ich werde es, wie gesagt, auch nochmal anmerken bei YouTube. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt beabsichtigt ist, dass das freigeschalten ist. Es wäre natürlich. Zadler, hallo YouTube. Ich darf eigentlich gar nicht streamen, aber hier bin ich. Ihr guckt ja bestimmt wie immer alle zu. Hallo, darf ich das? Ist das okay? Cool, dann könnte ich euch wieder mehr Content liefern, zumindest über die Streams. Aber das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Das muss ich echt ausprobieren. So, dann danke ich euch und es tut mir echt leid. Und ich hoffe, dass ich das morgen mit YouTube klären kann. Dann sehen wir uns hoffentlich ab morgen wieder regelmäßig im Stream. Falls nicht, werde ich das über den Community-Bereich posten. Da werde ich nicht nochmal ein Video machen, sondern über den Community-Bereich werde ich es dann posten. So, dass ihr dann quasi die Bemerkung habt, dass ihr dann ab morgen in der Community. Ja, komm, lass stecken, wir haben es verstanden. Bemühe dich nicht. Komm, mach Schüss jetzt. Man merkt, ich bin nervös, weil ich das kurz halten will. Also, ich werde morgen einen Community-Beitrag Man merkt jetzt eigentlich nicht, dass du nervös bist, aber okay. schreiben, ob ich wieder streamen darf und wenn ich wieder streamen darf, ab wann ich wieder streame oder ob ich nicht streamen darf und das jetzt eine einmalige Sache war, dass ich das kurz ausprobiert habe und ob das funktioniert. Aber er redet so seltsam leise, so als ob YouTube nicht mitbekommen soll, dass er da ist. Also irgendwie so. Oh, wenn ich jetzt hier ganz leise so ein bisschen rede, dann müssten die das ja eigentlich gar nicht mitbekommen, weil so leise, das versteht ja kaum einer. Also von daher, da müsste es ja eigentlich gehen. Das kann YouTube ja eigentlich. Das fällt bestimmt so nicht auf. Also, ja, das müsste so, ja. Doch, so müsste es gehen. Ja, doch, doch. Funktioniert oder nicht. Funktionieren würde es anscheinend, offensichtlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das wieder darf. Das muss ich jetzt mit denen erstmal klären. Und wie gesagt, ich möchte das kurz halten, weil ich jetzt nicht irgendwie stundenlang streamen möchte, wenn ich jetzt nicht darf. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wie gesagt, ich melde mich dann ab morgen nochmal im Community-Bereich und vielleicht, drückt mir die Daumen, können wir ab morgen wieder regelmäßig streamen. Haut rein, euer Drache und tschö, tschö. Ja, das war das 5-Minuten-Ding hier.
Ja. Was soll man da groß zu sagen? Ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt gucken können. Also, mehr groß Neues gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich guck mal ein bisschen beim Spiegel dort rum. Was ist denn hier? Drachenlord TikTok, 26.11.2021. Auf dem Klo. Ja, perfekt. Das kann man noch mal eben hier 6 Sekunden. Ja, perfekt. Hat er sich anscheinend beim Kaktuschne gefilmt. Der Moment, wenn man auf dem Klo sitzt. Geil, das hat jetzt wirklich, ja, weiß ich nicht. Ich wollte es zwar sehen, aber irgendwie so richtig gebracht hat das jetzt nichts irgendwie. Ja, dafür haben Leute das Internet erfunden. Ja, fällt mir jetzt auch nicht mehr viel zu ein. Ah, hier habe ich noch was. Aber ja, mehr finde ich jetzt hier auch irgendwie nicht. Insofern, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder irgendwie was es noch geben tut natürlich und was natürlich nicht beim Dicken hochgeladen wurde. Ja, Mädels gerne unten rein. Also, gibt gerade so einen Met-Lieferengpass, aber naja, gibt ja genug Material, also das geht schon. Jo, was haben wir jetzt hier eigentlich? Wir sind bei Winklers Liste 2. Drachenlord Discord League Best of Polizei Umzug Hatercam Strich unsympathisch wie immer Strich 29.11.2021. Alles klar. Joa, 14 Minuten passt. Ach ja, das Outfit hier, ja, das hatte ich ja auch schon bewundert. Also, ich weiß nicht, warum er in sowas nicht zum Gericht gegangen ist. Ich meine, er sieht doch schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr nach Business-Drache aus. Also. Das ist doch schon fast, also kann man, das kann er doch tragen eigentlich, das geht doch eigentlich klar. Keine Ahnung. Also, das wäre auf jeden Fall angemessener vor Gericht gewesen. Das muss man ja mal so sagen. Und vor allem Brille, ne? Also, ne Brille, ne? Da macht die schon direkt wieder 50 IQ-Punkte schlauer. Also, das ist ja sowieso amtlich, ne? Und wenn man dir dann noch ein Klemmbrett in der Hand drückt, dann kannst du direkt irgendwo anfangen. Also, das ist sowieso klar. Gut, dir darf niemand eine Frage stellen, aber bis dahin. Top-Besetzung. Machst du nichts mit falsch. Ihr seid doch nicht ganz sauber, was ist das denn? Ich spiele auf Schwierigkeitsgrad 3 und nicht auf 7. Mega 0. 7. 0,01, weißt du, richtig stumpf. Oh, ich könnte mich aufregen. Und zwar Vollidioten stehen auch schon wieder mitten unterm Tag bei mir vor der Tür. Da könnte ich mich auch schon wieder aufregen. Vor allem, es schneit wie aus Eimern. Es schneit wie aus Eimern. Ja, der Ist ja Klassiker. Vollidioten, Alter. Sekunde. Ja, bei Schnee ist so schön draußen zu sein. Das ist ja jetzt kein Argument. Ich muss mich jetzt mal eben aufschreiben. So, mal sehen. Polizei. Ich habe meinen Ordner noch gar nicht offen gehabt heute, weil es bis jetzt noch nicht nötig war. Mitte der Woche muss ich auch schon wieder ein neues Ding machen. Ein neues. Wie? Klar komme ich bei der. Ja, Winkler hier. Ja, ihr könnt ja, Blaulicht, ihr könnt auch Schwarzlicht nehmen. Mir ist ja nicht egal. Und bumm, bring eine Pizza mit, wenn ihr schon dabei seid. Ja. Polizei nicht durch. Ist ja auch bloß wieder mal so, dass ein paar Idioten mein Tor einreißen und mein ganzes Leben vernichten. Oder vorhaben. Dann soll man ans Telefon gehen. Wie kann man so ein armseliges Würstchen sein? Immer wieder schön, wenn er solche komischen Aussagen wieder droppt. Die man ja auch nicht irgendwie auf ihn übertragen könnte. Nein, nein. Nee, Wir nee. stehen ja direkt am Zaun. Wir haben minus 3 Grad. Und dann wundern sich Leute, dass ich sie für dumm bezeichne. Diese angeblichen Studenten. Ja, ich glaube, dieser Raum ist keine so gute Idee. Wir haben noch nicht mal 3 Uhr. Und es ist Montag. Habe ich gemacht. Und was ist passiert? Ich wurde angezeigt. Jetzt macht er sich noch richtig zum Affen. Tanzen kann er auch nicht. Das sind immer die größten Witzbolde, die sich immer selber lustig machen, indem sie ihre möchtegern Tanzmoves raushauen. Und dann selber keine Ahnung davon haben, was Tanzen ist. Ja, Riesenfresse. Jetzt kommt hier unser Tanzlord um die Ecke. Der jetzt, ich weiß nicht, außer den Kopf hin und her bewegen, kann er doch gar nicht mehr viel bewegen. Also, weiß ich nicht. Also. Denn? Aber nichts dahinter. Ich probiere es nochmal bei der Polizei. Mal schauen, ob ich jetzt jemanden erwische. Aber bei der Polizei. Aber es ist witzig wieder, ne? Man hört wieder nichts draußen von den Leuten. Was er ja immer behauptet. Hat aber wieder seinen komischen Filter da drinnen, damit man das nicht hören tut. Ne? Polizei durchkommt und dann steht da und dann heißt es immer nur sehr geehrter Anrufer, wir haben leider keine Kapazitäten gerade. Dann lange ich mir auch in den Kopf.
Und weil ich kaum noch anrufe oder auch kaum noch durchkomme, heißt jedes Mal, lange nichts mehr von Ihnen gehört. Ja, natürlich. Wenn ich von 10 Anrufen nur einmal durchkomme, da wird er bloß sehr gerne Anrufer. Ich bin nicht geehrt, wenn ihr nicht dran geht. Fühle ich mich weder respektiert noch fühle ich mich geehrt. Aber ich soll mich geehrt fühlen. Ja, das ist recht. So, das ist jetzt der vierte Versuch. Ne, der fünfte sogar schon. Wenn es dann nicht geht, rufe ich mal 110 an, mir reicht's. Die reißen da am Tor. Ja, keine Ahnung, jetzt wird wieder halt maßlos übertrieben. Guck mal, weiß jetzt nicht, was die jetzt da wirklich machen. Er zeigt es ja jetzt nicht, aber so wie das immer klingt, richten sie gerade irgendwie eine Panzerfaust da auf die Schanze und der Mörser ist auch schon im Anflug und jetzt wird noch eine Flak aufgebaut. Also, ja, bestimmt, Rainer. Und die stehen da auch gerade nicht irgendwie wahrscheinlich wieder nur rum und machen irgendwelche Tanzmoves und ja, whatever. Warum ja, von wegen sehr geehrter Anrufer, leckt mich doch. Wenn man nicht durchkommt, das regt mich so auf. Ja, wenn sie das Geehrte halt weglassen, klingt's halt scheiße, Rainer. Ne? Das ist nun mal so eine Höflichkeitsfloskel. Ich meine, also sehr Anrufer klingt halt scheiße. Aber was willst du da machen? Ne? Da muss was hin. Mann, ey, die mit ihrem scheiß Sachen werfen, nerven mich echt. Kann man sich nicht in Ruhe auf sein Spiel konzentrieren. Ich kann mich halt auch nur auf mein Spiel konzentrieren, wenn die ganze Zeit Idioten vor meiner Tür stehen. Bei 110 kommst du immer durch oder musst du immer durchkommen. Die schicken mir jetzt halt jemanden, aber in Neustadt kommen wir halt nicht durch. Das heißt, im letzten Endes, ja, ich kann jetzt halt auch nur abwarten. Schicken müssen sie jemanden. Ich habe die Schnauze voll von so einem Mist, ey. Ich soll sich mal einen Job suchen gehen, anstatt um die Uhrzeit bei mir vor der Tür zu stehen. Er nur wieder hier. Ich soll sich mal einen Job suchen. Ich will hier mal Spiel spielen. Mal Arbeit. Aber die ganze Zeit hier immer auf mir rumhacken, weißt du so. Was macht denn der jetzt da gerade für eine Scheiße? Weil es sonst, wenn dann wirklich was Schlimmeres noch passieren würde, wäre das unterlassene Hilfeleistung. Also was machen müssen sie auf jeden Fall. Ach, da ist der zweite. Das Schöne ist immer, die Polizei will immer, dass ich nicht rausgehe, ne? Aber dann brauchen sie immer so lange oder kommen immer erst gar nicht oder erreicht man sie erst gar nicht. Naja, weil die das vielleicht auch nicht gerade zum ersten Mal machen und halt auch wissen, was vor der Schanze abgeht. In den meisten Fällen. Die denn da? Was das Interessante ist, ich mache meine Videos und dann heißt es immer, ich habe Geltungsdrang. Ne? Ich habe den Drang, dass man mich erkennt, dass man mich bemerkt, dass man halt einfach Aufmerksamkeit mir schenkt. Ja, das kann man so sagen, ja. Und dann gibt es solche Leute, die vor meiner Tür stehen und alles dafür tun, dass sie meine Aufmerksamkeit bekommen. Oder dann gibt es solche Leute wie andere YouTuber, die dann irgendwo einbrechen oder irgend so ein Scheiß oder sich halt irgendwo einsperren lassen, nur um Aufmerksamkeit zu heischen. Ja, Rainer, die Frage kannst du dir, glaube ich, selber auch mal stellen. Ne? Warum hast du denn das sonst? Als wenn nicht für Aufmerksamkeit und Kohle, weil anders kannst du beides halt nicht generieren. Sorry, aber über sowas kann ich nur lachen. Vor allem, die stehen jetzt seit halt bestimmt 20 Minuten herum. Sorry, aber ich kann mich so nicht konzentrieren. Glaub mir, du willst nicht sehen, wie die aussehen. Wenn du siehst, wie die aussehen, kriegst du Augenkrebs. Was meinst du, warum ich zurzeit eine Brille trage? Weil ich mittlerweile Probleme mit den Augen habe, weil ich mir die ganze Zeit diese hässlichen Menschen anschauen muss. Oha, jetzt kommen hier wieder die krassen Konter da. Damit man da was drauf erwidern kann, muss man erstmal eine Buchstabensuppe fressen und einen besseren Spruch scheißen. Aber ja, alles klar. Wenn mich YouTube endlich wieder freischalten würde, wäre ich auch zufrieden. Könnte auch langsam mal vorwärts gehen. Wer hat denn so viel Freizeit, dass er an einem Montag bei anderen Leuten vor der Haustür rumgammelt? Ich rauche jetzt noch eine. Die haben jetzt schon mit Sachen geworfen. Ich kann es euch ja nochmal übertragen. Jetzt gerade werfen sie zwar nichts mehr, aber einer hat schon versucht, über den Zaun zu klettern. Der mit der Mütze, also der mit der Mütze, sie haben beide eine Mütze auf, schreien halt hier rum. So, was haben wir denn hier? Der Stream hat gerade erst angefangen. Ruhig ein. Keine Ahnung, was da steht. Deep Rock Galaktik. Gefahrenstufe 2. Aha. Hat er nicht vorhin behauptet, Gefahrenstufe 3? Ja, guck mal, so eine Scheiße, achte ich. Da haben wir wohl wieder beim Lülülü machen ihn wohl erwischt. Von wegen hier Gefahrenstufe 3, die er spielt. Er spielt nur auf Gefahrenstufe 2 und versagt wieder trotzdem auf ganzer Linie anscheinend. Naja, aber das kennen wir ja. Bora 1 von 1, Stunde 7:47 verstrichen. Schaut einen Stream. Pro-Tipp, doppelklicke auf den Benutzer, um zurückzuschauen. Aha, dann haben wir noch Live Drache. Drache. Ja, fantastisch. Und Heidewitzka. Wie sieht denn die Schanze aus? So.
Oha. Also, ich würde mal sagen, Schrottplatz durchgespielt. Also, bist du bekloppt? Ach, der Balkon, ey, das ist ja alles komplett verloddert jetzt. Da diese, was war das da? Dieses Holzgebimsel, was er da dran getackert hatte, damit man da nicht auf den Balkon gucken kann. Die ganze Zeit einmal wieder, mal gehe ich ans Tor, dann fummeln sie die ganze Zeit an meinem Tor rum, filmen natürlich alles schön, was sie machen. Wenn die Leute unter dem Tag kommen, sagst du, die haben keinen Job. Wenn die Leute am Wochenende oder abends kommen, sagst du, sie haben kein Hobby. Ja, richtig. Jemand, der so eine Scheiße abzieht, ist in meinen Augen ein absoluter Abschaum. Am Wochenende hat jemand bei mir zu Hause außen den Schieber vom Wasser abgedreht. Ich habe am Sonntag kein Wasser gehabt. Also habe ich am Sonntag dann bei der Stadt anrufen müssen, Notfalldienst, dann haben die das wieder aufgedreht. Der gehört zwar zu meinem Haus, aber das ist Eigentum der Stadt. Das heißt, das ist öffentliches Eigentum. Das heißt, der Typ hat öffentliches Eigentum beschädigt. Du, es geht nicht darum, ob er einen Job hat oder nicht. Darum geht es gar nicht. Du verstehst das nicht und du willst jetzt rumdiskutieren mit deinem Kindergarten hier. Sondern, dass die halt asozial sind. Dass die ein Haufen asozialer Menschen sind. In meinen Augen ist jemand, der arbeiten kann, aber nicht will, ist für mich asozial. Fällt uns jetzt jemand ein, der auf diese Beschreibung ebenfalls zutrifft? Ich weiß es ja nicht. Also, ist bestimmt nicht der etwas breitere Herr hier vor dem Greenscreen, der auf einem schreienden Stuhl sitzt. Aber nein, nein, das wäre nur ein ganz komischer Zufall. Nein, nein, nein. Punkt. Und wenn jetzt gleich wieder kommt, ja, aber du arbeitest ja auch nichts. Was mach ich denn bitte? Ja, nicht arbeiten, mein Freund, nicht arbeiten. Verdiene 8.000 im Monat, ich mache auch meine Videos, meine Streams und mein Zeug. Das Das ist aber keine Arbeit. ist auch Arbeit, Nein. auch wenn du das vielleicht nicht als solches betrachtest. Ja, toll. Das ist auch wieder ein ganz tolles Argument jetzt hier. Jetzt wieder Ausrichtung, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann mir auch hinstellen und sagen, ja, ich bin jetzt hier der Bundeskanzler. Man kommt irgendwie einen Scheiß bis zu. Wieso? Nur weil du mich jetzt nicht als Bundeskanzler betrachtest, heißt das nicht, dass ich nicht der Bundeskanzler bin, ne? Aha. Dritte Wand gebrochen hier, Kinder, ne? Also, wisst ihr Bescheid. Ich setze mich morgens hin, überlege mir, wie ich meinen Tag gestalte und dann fange ich meine Arbeit an. Geil. Genau. Morgens hin, so um 13 Uhr und dann. Mein heute war. Ja, ich glaube, erstmal Wichs, ne? Ach nee, habe ich ja gestern schon 13 Mal gemacht. Ja, glaube erstmal was fressen. Ja, ist gut. Habe ich Bock, irgendwas im Haus zu machen? Nee. Ich glaube, ich setze mich einfach nur wieder auf meinen schreienden Stuhl und nehme irgendeine Kacke auf, wie ich irgendwas zocke oder so. Und dann betitel ich das wieder als harte Arbeit. Genau, das ist gut. Und ja, und heute Abend kann ich dann bestimmt wieder irgendwas noch mal fressen, ja, und dann noch mal wichsen, ja, passt. Schauspieler geht ja auch, steht ja auch auf und dann geht er ans Set und tut den ganzen Tag seine Schauspielerarbeiten machen. Oder ein Musiker. Jetzt kommt hier wieder eine Beleidigung für jeden Schauspieler. Ja, Rainer, das ist aber auch wirkliche Arbeit. Ich meine, die bewegen sich sogar dabei. Das ist schon körperliche und psychische Belastung. Du musst ja auch die Rolle, du musst dich auch richtig reinversetzen können und dort das, naja, also, das ist ja nicht mal eben geschehen. So, ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast Schauspiel durchgespielt, wissen wir, der Kissenwurf, das war, wow, da kommt keiner mehr ran, das wissen wir alle, ja, okay. You got a point here. Nee, aber einfach wieder lächerlich, als was er sich jetzt hier wieder bezeichnen möchte oder mit was er sich jetzt hier wieder vergleicht. Steht morgens auf und setzt sich an seinen Schreibtisch und arbeitet an neuen Songs oder an neuen Konzerten oder an neuen Möglichkeiten irgendwie. Das ist alles dasselbe. Nee, ist es nicht, aber Du hast gut. eine andere Sichtweise. Das hat mit Sichtweise nichts zu tun. Schauen wir mich an. Ich weiß, ihr könnt nur die letzten paar Jahre nachvollziehen, weil ihr mein Leben natürlich davor nicht kanntet. Nee, aber wir kennen Gott sei Dank alle anderen 98% deines Lebens und gut 2% kennen wir nicht, aber ja. Aber ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof. Das heißt, wir haben schon mit 5, 6 Jahren angefangen, den Eltern zu helfen im Garten.
Ja, Rainer, da tut jetzt hier nichts zur Sache. Es geht um jetzt. Dass du vor X Jahren mal mit Vater im Wald irgendwas gemacht hast, das tut jetzt hier nichts mehr groß zur Sache. Also das haben wir, glaube ich, alle mal. Also was das hier ist hier wieder für ein Argument. Also boah, ich habe vor 19 Jahren mal meiner Mutter beim Abwasch geholfen. Ne? Also das war schon also echt harte Arbeit. Ne? Und dann habe ich sogar noch die Spülmaschine ausgeräumt. Ja, also, war schon also richtig harte Arbeit. Also diesen einen Teller da war da noch und da habe ich gerade so habe ich das hinbekommen. Da war schon echt schwer und also ja, danach musste ich mich auch erstmal für 3 Wochen zur Ruhe setzen. Da hatte ich erstmal Fett Burnout. Also ja, war schon übel damals. Aber Leute, hier seht ihr, also ich habe ja was gemacht, ne? Und so ist ja nicht. In der Wiese, im Wald, auf dem Ja, guck, da ist der Wald wieder. Acker, auf dem Feld, was auch immer. Gut, Feld jetzt in meinem Fall nicht, weil ich nicht auf dem, weil wir keine Acker mehr hatten und keine Felder. Und da haben wir als Kinder mitgeholfen. Da hat es. Ja, Rainer, freut mich. Da hast du wieder was gemacht. Das ist ein super Mensch. Ich meine, ist doch jetzt nicht unmöglich, ne? Das geht ja immer noch. Komm, spann mal dich vor den Flug. Nimm mal so eine kleine Angel und binden da so ein Stück Ofenkäse ran und dann zack, ist der Acker aber gepflügt. Doch, halbe Stunde, weg ist er. Nein, ja, ich möchte jetzt aber nicht. Da heißt das Schenkrecht. Ich hätte, wenn ich mich so verhalten würde, wie die Leute sich verhalten, ich hätte von meinem Vater das Schenkrecht, basta. Und er hätte recht gehabt damit. So ist mein ganzes Leben verlaufen. Ich habe schon mit 5, 6 mit meinen Eltern geholfen. Ja, schön, Rainer. Haben wir, glaube ich, alle mal gemacht. Ne? Diese Argumentationsgabe, ey, unglaublich. Es geht um jetzt. Und wenn du jetzt deiner Mutti beim Abwasch hilfst, dann ist das zwar schön, aber. Ja. Ja, gut, kann man als Arbeit bezeichnen, ja. Ja. Scheiße. Aber wenn das jetzt jeden Tag 8 Stunden machst, ne? Also dann kommen wir auf jeden Fall in den richtigen Bereich. Also. Auch ein interessanter Beruf, so, Mutti jeden Tag 8 Stunden beim Abwasch helfen. Ne? Also, ich glaube, gehaltsmäßig ist er ja nicht so geil mit abschneiden, aber ja. Hier und da, natürlich konnte man da nicht so viel machen, aber da hat es auch Aufgaben gegeben. Auch wenn da die Leute, die aus der Stadt sind oder so, die damit sich nicht auskennen, immer drüber lächeln. Ein 5-, 6-jähriges Kind kann auf dem Feld auch schon helfen, so auf der Wiese. Das ist alles ganz normal bei uns auf dem Land. Kann jeder nachvollziehen, der auf dem Land aufgewachsen ist, wo die Eltern ein bisschen ein Grundstück hatten. Wissen Sie sich jetzt endlich. Der Garten, das, was ihr da vorne gesehen habt, die Wiese, das war alles Garten. Das war um das ganze Haus herum ist Garten gewesen. Dann hatten wir drüben auf der großen Wiese, die ja auch uns gehört hat, auch noch einen riesen Garten. Und oben auf der Wiese, wo die Pferde stehen, das hat auch uns gehört, da war auch ein Riesengarten nochmal, als ich klein war. Und Rasenmähen hier könnte sehen es Sie den Gartenflex. aber auch mal wieder. Ja, könnte ich vermutlich. Mache ich aber nicht. Weil es mir nicht mal gehört. Weil es nicht meine Aufgabe ist, da Rasen zu mähen, wenn der die ganze Zeit Flaschen. Also könntest du arbeiten, willst aber nicht. Danke, reicht, Ende der Diskussion. Sinn. Egal was ich mache, es schaut ein paar Stunden später wieder so aus, weil die Leute da lauter Sachen schmeißen. Ach so. Wenn da Rasen mähst, dann kommen da 6 Stunden später wieder ein paar Hater und kleben da jeden einzelnen Grashalm wieder exakt an die richtige Stelle und zack, sieht's wieder aus wie vorher. Geil. Da liegt so viel Mist drin, das ist unglaublich. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit dem Spiel weiter. Hoffentlich Bitte nicht. bleiben die Pisser jetzt mal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin ich ziehe letzten Endes. Muss ich gucken dann, wenn es soweit ist. Und außerdem, selbst wenn, würde ich euch das wohl sagen. Also ich ziehe nach frisch gewaschener Wäsche und kippen. Lol, falls der Bildschirm wieder wackelt, tut mir leid, ich bin mal wieder am Wackeln mit dem Fuß. Nö, ich bin. Ja, haben die Hater wohl seine Wäsche auf einmal gewaschen. Er hat sie in mühseliger Arbeit dreckig gemacht und ein paar Stunden später ist sie plötzlich wieder sauber. Kann man sich auch wieder so richtig schön vorstellen, ey. Du sitzt da beim Zocken und Huch, hier riechst du nach sauberer Wäsche und Kippen. Ja, da ist wohl meine Wäsche wieder sauber. Na sowas. Nicht darüber besorgt. Das ist ja einer der Gründe, warum ich momentan die Container da stehen habe, weil ich einfach hergehen werde und alles ausräumen werde. Und wenn die unbedingt ein leeres Haus filmen wollen, sollen sie das doch machen. Und diese zwei Vollidioten sind natürlich wieder da. Es wäre halt schön, wenn die Polizei jetzt mal direkt erwischen würde, dann wäre endlich Ruhe. Ja, und was sollen sie jetzt machen? Sollen sie, wie du dir das am liebsten wünschst, wieder per Erschießungsbefehl da direkt noch auf der Straße exekutieren? Oder, ja, so hätte das ja immer gern. Aber die Wahrheit sieht halt dann doch ein bisschen anders aus. Also entweder Bußgeld oder halt, ja, Kinders, jetzt aber hier nicht nochmal wieder herkommen, ne? Und dann war es das. Und schönen Tag noch, ne? Ist ja klar.
Leute, in meinem Haus gibt es keine Schimmel. Ich weiß nicht. Nee, gar nicht. Nein, 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 nein. Hat man ja nicht bei irgendwelchen Roomtours schon mal gesehen. Nein, gar nicht. Wie oft ihr euch das immer einbildet oder was ihr euch da jedes Mal für einen Schwachsinn anschaut. Aber das ist kompletter Bullshit. Das ist eine Lüge von den Hatern. Basta. Passt auf. Holt euch mal kurz was zu essen, mal kurz was zu trinken. Wir machen mal eine kurze Pause. Ich mache mal kurz eine Pizza, die ich mir in den Ofen schieb. Und dann machen wir dann in, sagen wir mal, 5 bis, sagen wir mal, 10 Minuten weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mal Energy Drink geholt. Ach so, da fällt mir. Hier wieder nur das Gesündeste vom Gesündesten. So wie immer. Ein Alexa stellt den Timer 15 Minuten. Und nein, die Idioten sind immer noch vor der Tür. Und da fliegen wieder Gegenstände über den Zaun. Vor allem, die bleiben halt echt so lange stehen, bis die Polizei wirklich kommt, ne? Was treiben die denn da schon wieder an dem scheiß Tor? Tut mir leid. Boah, die gehen mir auf den Sack. Die Polizei könnte auch langsam mal auftauchen. Ist schon fast eine Stunde her wieder, dass ich angerufen habe. Naja, knapp eine halbe Stunde her, dass ich durchgekommen bin, ist wohl eher die Aussage. Also ist es keine Stunde her. Junge, bevor du den Pfosten abbrichst, bricht deine ganze Welt ein. Ach nee, scheiße. Das geht ja gar nicht, weil das ist ja schon passiert. Wow, Rainer, jetzt hast du es dem aber gegeben. Wow, heftig. Den Pfosten brichst du jedenfalls nicht ab. Der ist 4 Meter tief in der Erde eingesenkt. Ja, 4 Meter tief garantiert, oder? Kaufst dir erstmal 8 Meter Latte, rammst sie 4 Meter im Boden rein, säbelst oben 2 Meter ab, damit der Hebelarm kürzer wird und fertig ist, oder was? Ja, mit Sicherheit. Hey, Mala! Falsche Taste. Was ist das denn hier? Gefällt mir aber. Sorry. Wieso hat er da eine Taste mit Ey, Mala? Und wieso hab ich die nicht? Aha, es ist genau die Schicht. Dann brauche ich mir nicht wundern, dass nichts passiert. Kommt jetzt hier wieder Beamtenbeleidigung oder was erfolgt jetzt als Nicht nächstes? fürs Gespräch. Das war aber eigentlich mal wieder klar. Das ist genau der Grund, warum ich nicht durchgekommen bin. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Ich kriege gleich einen Anfall, wenn jetzt die Polizei nicht gleich da ist. Bitte. Jedes Mal, wenn die irgendwas schmeißen, die Leute, würde ich am liebsten einfach denen was schmeißen und direkt am Kopf treffen. Vielleicht ist Alle werfen, keiner fängt. Wisst Bescheid. dann ein bisschen Intelligenz vorhanden. Was ist mit der Schicht? Bei der Schicht kann ich mich darauf verlassen, dass nicht viel passiert. Mit der Schicht habe ich immer Probleme. Jetzt er gleich von meinem Zaun weggeht, kriegt er meine Faust ins Gesicht. Ja, wenn du es machst, kommen halt nur ein paar Jahre mehr. Bist doch schon verurteilt. Am Wochenende ist einer über meinen Zaun geklettert. Und weil es alles glatt und eisig war, hat es ihn richtig schön auf Waffel kaut. Ich habe mir den Arsch abgelacht. Schade, dass sowas nur so selten passiert. Schade, dass man das jetzt wieder nicht zu Gesicht bekommen hat. Ich meine, ist jetzt entweder Lü-lü-lü-lü oder, ja, weiß ich auch nicht. Aber komischerweise sieht man sowas immer nicht. Also, das behauptet er immer. Ja, hier ist gestern einer gestolpert und in so ein 10 Meter tiefes Loch reingefallen. Ha, war das lustig. Wenn der Nachbarskatze mal einen Furz quersitzt, hat er es drauf, aber das nie. Ah, endlich kommt die Polizei. Zeit ist won. Problem ist, ich muss jetzt gleich mal raus und nachschauen, ob irgendwas war. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Meine Pizza habe ich schon raus. Dann können wir gleich loslegen. Dann kann ich gleich essen, meine ich. Oh, jetzt riecht meine Pizza so geil. Rainer? Nein. Haben deine Mods keine Rechte, Leute zu bannen hier? Weil da beleidigt dich gerade einer die ganze Zeit hier im Chat. Dann sag mir das halt einfach. Der einzige Mod, der was hat, das ist der Shanks eigentlich. Kannst ja mal lesen. Ciri, wenn du immer wieder kommst, beweist das nur, dass du ein lächerlicher, langweiliger, kleiner Kindergartenkind-Hurensohn bist. Ja, Wahnsinn, du. Da hat er ja fast die ganze Checkliste abgearbeitet. Da gibt er sich ja richtig viel Mühe gerade. Also Kindergarten, Kindergartenkind, das Wort mit H, was sich auf Uhren und Mohn reimt. Ja, mal gucken, was noch kommt. Der nur die Fresse aufreißt, nichts anderes kann und seine ganze Lebensfreizeit dafür verschwendet, anderen auf die Eier zu gehen. Jo, jetzt hast du wieder richtig ausgeteilt. Oder? Der ist kurz vor dem Zusammenbruch, oder? Mit Sicherheit. So, und das musst du dir jetzt von mir anhören, weil du ein Stück Scheiße bist Und und da geht's weiter mit der Checkliste. zu dumm bist, Dumm, ja. dein eigenes Leben Ja, noch irgendeine auf die Beleidigung? Kette zu kriegen und hier gemutet bist. Und jetzt, leb wohl, du kleiner Bastard. Jo, also einmal alles abgeklappert auf jeden Fall. Und der Typ hat auf jeden Fall seine Mission erreicht. Ich meine, darum geht's ja, dass er halt getriggert ist. Und ich meine, das klappt anscheinend nach wie vor mit genau denselben Sachen, wie es vor 10 Jahren schon geklappt hat. Also, das ist schon interessant, ey. Rendert da immer noch so hoch. Und wenn du wiederkommst, dann banne ich dich wieder. Jetzt geht's ja noch weiter. Und wieder. Und das zeigt nur,
Für mich sind es 2 Klicks, für dich ist es der ganze Account. Und das stört ihn bestimmt so richtig dolle hart. Ja. Basti, vor allem wäre der ganze Zeug gelöscht, du Vollpfosten. Wenn der wiederkommt. Oh Mann, das ist immer so cringe. Und jetzt fühlt er sich wieder wie der Allergeilste. Für mich sind das nur 2 Klicks. Ja, und für den anderen nicht, oder was? Als ob es den stört, wenn sein komischer Account da weggemeldet wird. Der macht sich einfach neu. Verbindet der sich immer mit seinem alten YouTube-Account? Keine Ahnung, geht das? Wie das funktioniert. Möchte ich hier auch nicht diskutieren, weil wir müssen nicht noch mehr wissen, wie das geht. Aha, anscheinend ist es doch ein bisschen einfacher. Aber vielleicht kann man ja dagegen was machen, dass du halt die Discord, die YouTube-Accounts auch nee, aussperren. Wenn man was dagegen machen könnte, wüsste ich das schon. Ich schau mal. Ups. Gut, dann war's das. Ja, also ich würde es echt feiern, wenn du jetzt weitermachst. Ja, dann würde ich aber erstmal eine Pizza fratzen. Ja, alles gut. Was sagen die anderen? Ich habe keine Geldprobleme, ich verdiene 8.000 im Ja, mit Sicherheit. Monat. Muss das mal hinkriegen, so viel zu viel. Schön auch einer. In der Zwischenzeit schneide ich mal meine Pizza. Meinen kleinen Pizzaschneider habe ich leider schon eingepackt. Aber das Messer tut's auch. Ich verdiene nicht so viel, irgendwas mache ich falsch. Ja, soll ich jetzt im Stream essen und danach machen wir weiter oder nicht? Oder wie? Oder soll ich den Stream beenden? Ich meine, ich weiß eigentlich sowieso, dass alle sagen, ja, mach lieber weiter. Ja, aber das stimmt. Man muss den Leuten trotzdem die Möglichkeit geben. Ja, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, ne? Oder zumindest den Anschein. Oh, bitte jetzt keine Übertragung der Nahrungsaufnahme, bitte nicht. Eine Piratenpizza. Eine Diablo. Kannst du der Freundin schreiben? Das geht gleich. Ach, die Freundin aus Denken ist wieder zu Besuch, das ist ja schön. Weiter, Leute, wir machen bloß eine kurze Pause, dass ich Pizza futtern kann. Ich habe noch nichts gegessen heute. Und ich muss auch. So siehst du aber nicht aus. Auf jeden Fall noch ein Animal Crossing spielen nachher. Obwohl ich eigentlich mein Zeug machen müsste, ne? Ach, Mann. Da bleibt wieder alles liegen, weil ich wieder nur andere Sachen mache. Ich wollte heute meinen Rechner formatieren. Und dann? Alter. Jo. Hätte doch mal lieber doch den Stream beendet, ey. Jetzt hast du wieder für 3 Jahre keinen Bock auf Pizza, ey. Geil. Ui, die Temperatur fällt. Ich mag den Belag reifer. Da habe ich in meinem Willen. So, ach, der Cringe, es tut so weh. Warum macht man sowas als fucking 32-Jähriger? Es ist doch wirklich nicht auszudenken. Also, mein Gott. Müsste das gehen, Alter. So müsste die Community auf mich hören und alle Menschen. Ja, träumen weiter. Glücklich. Voll stumpf. Ja, Wohlsein. Ja, Wohlsein. So. Ich muss dringend noch heute das Arbeitszimmer und die Küche fertig bringen. Und wenn ich es noch schaffe, dann bin ich ideal für noch den Rechner. Einer fragt, ob du dieses Jahr ein Weihnachtsspecial machst. Ich kann höchstens ein Umzugsspecial machen. Ich habe ja nicht einmal Zeit, momentan irgendwas für Weihnachten vorzubereiten. Geschweige denn irgendwie dann noch ein Special dafür. Ich komme nicht einmal im Privatleben im Moment klar damit. Kann ich mir nicht leisten. Bin eine arme Sau. Ach, jetzt ist er wieder eine arme Sau. Ich dachte, er macht 8K im Monat. Ja, das finde ich auch Citrix. Das Halloween-Special war echt geil. Es kann sein, dass es geil war, aber das Problem ist, solche Sachen sind immer ein bisschen aufwendiger. Da hängt immer. Wo ist denn das mehr auf? Und der hängt sich ein bisschen Kacke in den Hintergrund und labert dieselbe Scheiße wie immer. Also genau dasselbe. Also, da sind wir doch wieder beim Thema. Er könnte arbeiten, aber er will halt nicht. Alles, da hängt immer viel dabei dran. Alles nicht ganz so einfach, wie man es gerne hätte. Mir wäre es auch lieber, als anders wäre. Das ist so eine Sache, das war eigentlich auch schon ein bisschen dingsig. Eigentlich müsste ich auch jetzt die ganze Zeit, während ich hier eigentlich labere, und streamen müsste ich eigentlich da stehen und mein Zeug, mein Arbeitszimmer und meine Küche ausräumen. Ja, dann mach das doch. Wie es manchmal so läuft. So, danach noch eine Mission und dann ist es aber, muss aber gut sein für heute dann. Ja, ich bin halt jemand, ich schieb Sachen immer ganz gerne auf. Eigentlich hatte ich gehofft, dass jetzt Montag mein Account wieder frei verfügbar ist, dass ich wieder Videos machen kann, aber wenn es jetzt morgen noch nicht frei ist, dann werde ich morgen nochmal beim Nintendo. Genau, ruft er bei Nintendo an, dass YouTube nicht funktioniert, genau. Und andersrum macht das dann auch. Und ruft bei YouTube an, wenn Nintendo nicht funktioniert. Ja, YouTube, Herr Winkler, was ist es denn diesmal schon wieder? Mario springt nicht. Sie müssen A drücken. A? Oh, ich habe immer B gedrückt. Ja, so ungefähr wird es wohl sein. Nee, keine Ahnung. Nochmal bei YouTube ansprechen und anfragen, was los ist. Weil das eine müsste jetzt längst mal freigeschalten sein. Die 10 US-Werktage sind nämlich rum für den einen. Und schneiden ringt uns auch. Es ist halt mit dem scheiß Wetter auch beknackt. Ich muss dringend noch. Was stört dich das Wetter? Du bist doch nur drin. Meine Einfahrt streuen. Gut, jetzt machen wir noch ein bisschen kleinen Hinterkram. Also so
Sekundärkram. Und dann ist Schluss für heute. Muss reichen. Stumpf. So, ich bin aber blanker als blank. Na gut, dann sind wir, denke ich, soweit erstmal durch. Meine ganzen Dinger habe ich soweit. Ciao, ciao. Ja, das war ja immerhin mal wieder ein bisschen informativer. Ui, ich sehe hier gerade bei Winklers Liste 2 gibt es noch ein paar Lustlord-Episoden. Die kann man sich ja dann beim nächsten Mal vielleicht mal reinmeddeln. Lernt man immer schön was übers Orgeln, das kann ja nie schaden. Aber jetzt hängen wir hier noch so ein kleines Teil ran. Drachenlord Best of. Neues Mike-Auspack-Video. Strichlachender Smiley, der Fathead hat einen Fathead. Strich 29.09.2021. Ja, das. Ja, vielleicht wird das ja ganz unterhaltsam. Hört sich irgendwie an wie Schindlersliste, ne? Packung habe ich jetzt draußen gelassen, damit ich hier nicht wieder das ewige Packungsbeilagenszeug im Haus habe. Das ist ein ganz normales XLR-Kabel. Wird hinten an die an das XLR angeschlossen. Erstmal mein altes Mikrofon entfernen. Ups, das war falsch schon. Damit wird das erstmal am Kabel angeschlossen. Das war, hoffe ich mal, der Stuhl. An, ich laber Bullshit. Ich muss ja erstmal den Fathead anschließen. Direkt am... Der ist doch schon angeschlossen. Ding angeschlossen haben. Genauer kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus. Voll, dass diesen Teil hier. Ich wundere, dass der Stuhl noch hält. Da sind erstmal asiatische Zeichen drauf, warum auch immer. Wenn ich übrigens irgendwas nicht mag, dann... Weil das meistens aus dem asiatischen Raum kommt. Also ich glaube nicht, dass die da jetzt irgendwie Servus, Moin, Willkommen, was geht? Auf die Packung. Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Das ist das Styropor. Was ist das? Perfekt, perfekt, perfekt. Das hat so einen Anschluss. Ah, je, das wird wieder... Ja, das ist doch schon mal gut, wenn das Mikro einen Anschluss hat. Also sonst wäre es halt immer ein bisschen schwer, so ohne Anschluss. Ja, schwierig schon, das Ding anzuschließen. Aber, ja. Das ist eine nervige Angelegenheit. Wieso ist das eigentlich Pfannenstrom draufgeschraubt? Das wird nervig. Weil wenn ich das jetzt nämlich runterschraube, wird das Gewinde kaputt. Ah, da ist sogar schon eine Ratte drauf. Brauche ich nicht runterschrauben. So, so sieht das neue Mikrofon aus. Eine Sache, die mir jetzt schon Sorgen macht, ist, dass es ein bisschen schwer aussieht für meinen Ständer. Geil, Rainer. Haben wir jetzt alle richtig gelacht. War ein richtiger Brüller, oder? Ständer. Was ist denn das hier? Gehört das irgendwo hin? Der hat noch eine größere Ratte, wenn man die größere Ratte möchte. Oder kommt die Ratte über die andere Ratte drüber? Nö. Im Leben. Das ist bestimmt einfach für zwei verschiedene Arten von Mikros. Ja. Mikros ist der Aufkleber. Mein letzter Schuhaufkleber hängt übrigens da drüben. Und da. Ja, das interessiert jetzt genau. Warte mal kurz. Ach ja, genau. Kein. Aus an der Tür fürs das Zimmer. Das weiß ich leider nicht. Ja, kannst mal sehen. Nicht mal Alexa weiß das. Was wir jetzt hier haben, jetzt hängt das natürlich voll ins Mikro. Okay, die Einstellungen lasse ich erstmal so, die müssten erstmal so passen. Klettverschlüsse, damit die Ratte hält. Die Dinger sind bereits befestigt, also interessiert es mich nicht. Da geht es um die... steht nicht dabei, wofür diese Platte gedacht ist. Im Livestream, das ich dann jetzt später machen werde, kann ich das Schuh schon mal... demonstrieren. Da habe ich dann nämlich neue Möglichkeiten. Tschö. Und noch einmal ein herzliches Willkommen beim Drachen. Und zum Auspackvideo die zweite. Es ist immer noch ein SRN 7B, denn ich habe festgestellt beim Aufmachen und Auspacken und dann Einstellen, dass das ganze Mikrofon nicht funktioniert hat. She's dead. Oder he's dead? We's dead? Keine Ahnung. Also selbst für den Englischlord müsste she said und he is dead doch noch einig auseinander haltbar sein. Auf jeden Fall ging es nicht. Wurde auch beim Thomann selber nochmal überprüft. Also ich war jetzt nochmal beim Thomann, hab mir jetzt nochmal ein neues geholt. Hey Loser, aka Hang Glosse. Sich immer darüber aufregt, wenn ich über Geld rede. Ich hab einfach mal spontan 400 Euro abgehoben. Hab mich noch ein 50 gekostet, weil ich Spritgeld noch gezahlt habe für jemanden. Außerdem an die Loser, die vor meiner Haustür standen, während der fast 2 Stunden, in denen ich unterwegs war. Prost. Diese Herrschaften, die vor meinem Tor standen, hätten jetzt die beste Gelegenheit gehabt, meine Hülle einzureißen. In der Zeit. Ist ihnen aber nicht gelungen, weil ich nicht da war. Wie gesagt, auf ein neues. Einfach ein Klacks, das auszutauschen, hat allerdings jetzt fast 2,5 Stunden oder was gedauert. Ein Klacks ist auszutauschen. Hat 2,5 Stunden gedauert. Alles klar. Falsch schon. Warte. Und jetzt wissen wir warum. Ich bin mal wieder völlig bescheuert. Das ist jetzt nichts Neues. Ich habe fast schon gedreht. Es hat wieder keinen Ausschlag. Kann es ja gar nicht. Ich Vollidiot habe vergessen. Das kann... Ja.
Nee, komm. Nee, nee, nee. Oh Mann, manchmal, ne? Könnte ich mir selbst eine reinhauen. Bitte mach. Vielleicht hilft's ja eines Tages tatsächlich mal. Ah, dann habe ich jetzt ein neues Mikrofon für fast 400 Euro. Jetzt wird hier wieder rumgeflext. Kannst du dir mal wieder nicht ausdenken. Mit Fathead und Kabel. Und ja, ich weiß, auch ich habe einen Fathead, aber da ist auch ein bisschen was drin. Tja, ist halt nur trotzdem wie beim Mikrofon. Kann sie reinlabern und geht trotzdem nur in eine Richtung raus. Werde ein bisschen da rumspielen. Also dieses Rumgeflexe sich anzugucken, das ist wirklich schon ziemlich schmerzhaft. Das ist. Oh, hoffentlich ist das jetzt gleich vorbei. Freu, 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 freu. Und dann werden wir für die Zukunft gucken, wie es weitergeht. Da freue ich mich schon drüber. Eigentlich wollte ich heute fünf Videos die Woche, ich wollte eigentlich fünf Videos heute hochladen. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil es zeittechnisch nicht funktioniert hat, weil ich jetzt die ganze Zeit wegen dem Mikro. Ja, und das dauert natürlich auch einen ganzen Tag, so ein scheiß Mikrofon da auszupacken und aufzubauen. Aber ach ja, wir wissen ja, woran es liegt. Unterwegs war jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen dumm gelaufen, aber hilft halt leider nichts. Ciao, ciao. So, ja. Da es halt wirklich nicht so richtig super geil interessanten Shit gibt zur Zeit, machen wir mal halt ein bisschen früher Schluss, als wie sonst gesagt getut. Aber das macht gar nichts. Weil jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen mehr machen. So, und dann, wie gesagt, falls irgendwelche Wünsche bestehen, habe ich ja gesagt, einfach unten reinschreiben. Ansonsten diese Lustlord-Dinger da, die kann man sich auf jeden Fall noch angucken. Das ist eigentlich immer ganz gut, glaube ich. Und ja, ansonsten würde ich sagen, stay strong, stay true. Forever and always. Sayonara, Mata, nee. Ja, munter bleiben.